So, ihr seht's am Namen, es wird wieder alt. Nemesis. Auch hier bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich dieses Booster auf dem Channel aufgemacht habe oder nicht. Dementsprechend gibt es halt eine Reunion dieses Expert-Boosters aus 2000. Da war ich 10. Das Ding ist 20 Jahre alt. Gott, bin ich alt. Aber dieses Booster ist 20 Jahre alt. Heilige Kacke. Karten haben 20 Jahre darauf gewartet, dass man sie aufmacht. Gucken, was das gibt. Okay, ich sehe schon, wir haben eine Reihenfolge, die interessant wird. Wir haben drei Uncommons, eine Rare. Dann müsste das hier eine Common sein. Und das ist es auch. Oraxid. 4 Mana Schutz vor Rot, 2-3. Okay. Flame Rift, die spiele ich tatsächlich sogar in einem rot-schwarzen Death Shadow Legacy Deck. Für 2 Mana Sorcery fügt ihr jedem Spieler 4 Schaden zu. Geile Karte. Skyshroud Ridgeback. 1 Mana 2-3 mit Fading 2. Also er kommt mit 2 Fade-Countern rein. Und wenn ihr jede Runde kommt, jeder Upkeep kommt eine Marke runter. Und wenn ihr keine runternehmen könnt, wird es geopfert. Das heißt, ihr legt den eine Marke runter, ihr könnt für 2 angreifen, eine Marke runter, ihr könnt für 2 angreifen, einem geht keine Marke mehr runter. Verloren. Also die Kreatur ist halt dann verloren. Skyshroud Cutter. 4 Mana 2-2. Ihr könnt dem Gegner 5 Leben schenken, wenn ihr einen Forest kontrolliert und die Karte spielen. Ich weiß, was hier drin sein kann. Paraxel Dementia. 2 Mana verzaubert in die Kreatur mit Fading 1. Das ist nicht so gut. Die Kreatur kriegt plus 3 plus 2. Das ist okay für 2 Mana. Und wenn das Spielfeld verlässt, wird die Kreatur zerstört. Sie kann nicht kriegen. Man kann sie auf der einen Seite als Damage Spell, auf der anderen Seite als Removal benutzen. Das ist cool. Seal of Cleansing. 2 Mana. Man kann es opfern, um Artefakte von Zauber zu zerstören. Disenchant. All the way in cooler. Trickster Mage, 1 Mana 1-1. Für 1 Mana tappen könnt ihr eine Karte aus eurer Hand abwerfen. Ihr könnt eine Artefakt, Kreatur oder Land tappen oder enttappen. Das ist cool. Okay. Accumulated Knowledge, 2 Mana. Ihr zieht eine Karte und dann zieht ihr noch eine Karte für jedes Accumulated Knowledge in einem Friedhof. Legacy Staple. Lacolita Whelp, 1 Mana 1-1. Wenn er geblockt wird, kann er so viel Schaden. Hä? Wenn er geblockt wird, könnt ihr den Schaden dieser Kreatur zufügen lassen. You may have your damage equal to its power. To target creature. Ihr könnt praktisch, wenn der geblockt wird, jemand anderem Schaden. Das ist natürlich cool. Harvest Mage. 1 Mana 1-1. Ein grünes Tappen. Ihr könnt eine Kantkarte abwerfen und könnt ein Land tappen. Okay. Das macht auch Mana. Mindswords, 2 Mana. Wenn ihr einen Sumpf kontrolliert, könnt ihr eine Kreatur opfern, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Jeder Spieler entfernt 2 Karten aus seiner Hand. Okay. Kann man machen, ist vielleicht gar nicht mal so geil. Unser erster Ankommen ist Animate Land. 1 Mana, die wird instant. Ein Land wird zu einer 3-3-Kreatur, bis es zu ist. Stronghold Zeppelin, 4 Mana, 3-3, kann nur Kreaturen fliegen blocken. Phyrexian Prowler, 4 Mana, 3-3, Fading, das Fading war hier so ein richtiges Ding. Ihr könnt Fade Counter von dem Unternehmen dem plus 1-1 zu geben. Das kann 4 Mana, 5-5er sein. Und unsere Rare-Karte ist, was bist du denn? Murderous Betrayal, das Art, oh mein Gott, wie hübsch. Murderous Betrayal. 3 Mana, 3 Schwarze. Für 2 Mana könnt ihr die Hälfte aus Lebens bezahlen, um eine nicht-schwarze Kreatur zu schauen. Garbage. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.